Wir haben aufgehört gestern über den Josef zu sprechen. Wisst ihr noch, Josef, wir haben bei der Gunst aufgehört. Er war ein Mann des Gelingens. Alles, was er gemacht hat, ist ihm gelungen. Und dann war plötzlich Gunst. Josefs Arbeitgeber wurde gesegnet, weil Josef da war. Und dann hatte eben diese Gunst gehabt. Und wir wollen da weitermachen beim Josef. Wir wollen heute sprechen über Lebe als Überwinder. Lebe als Überwinder oder das Leben als Überwinder. Und ich möchte dich ermutigen, wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wir sind mehr als Überwinder durch Jesus Christus. Und wie können wir als Überwinder leben? Und ich möchte euch hineinnehmen in die Geschichte von Josef. Josef war dieser Mann, von dem wir haben gestern von ihm gehört. Er war ein Sklave, verkauft worden. Was ist passiert in seinem Leben? Er war ein guter Prophet. Er hat die Worte Gottes gehört vom Vater. Du wirst herrschen über deine ganzen Geschwister. Du wirst herrschen. Und er hört ein Wort vom Herrn. Und jetzt hat er den ersten Fehler gemacht. Er hat das richtige Wort zur falschen Zeit zu den falschen Leuten gesagt. Achte darauf, wem du was sagst und wann du das sagst. Das ist ganz wichtig. Er hat richtige Worte zur falschen Person, falsche Zeit gesagt. Und was war das Ergebnis? Abgelehnt von der Familie. Verschwind bitte. Bei seiner Geburt ist seine Mutter gestorben. Mutter ist weg. Abgelehnt von der Familie. Weg. Dann auch noch belogen. Der Papa belogen. Dein Sohn ist tot. Vielleicht hast du das auch erlebt, dass Lügen über dich erzählt wurden. Josef hat das auch erlebt. Er wurde weggestoßen, er wurde ab in diese Zisterne rein. Dann haben sie ihn gefunden, als Sklave verkauft. Da waren wir gestern Abend, dass er als Sklave verkauft wurde, aber Gott war mit ihm. Wisst ihr, egal wie Menschen dich ablehnen, eins können sie nicht wegnehmen von dir. Gott ist mit dir und Gott steht zu dir und Gott liebt dich und Gott lässt dich niemals los. Und egal was Menschen machen, Gott steht zu dir. Amen. Und Josef war ein Mann des Gelingens. Und dann war er eben in diesem Haus von Potiphar, er war ziemlich gut, er hat es drauf gehabt. Und Leute sagen, wow, du hast drauf. Und er wurde der Chef von diesem ganzen Haus. Und wir haben ja gestern gehört, sein Aussehen war schön und er war schön von Gestalt. Wie kann man es noch sagen? Schön von Gestalt, sagen wir auch. Jawohl, jawohl, saftvoll und grün. Amen, amen. Sehr gut. Schön von Gestalt. Und dann kommt die Frau von Potiphar und denkt, nicht schlecht. Verführung. Er hat aber eins verstanden, er dient Gott. Und dann kommt diese Frau und sagt, hey, ich will mit dir schlafen. Und dann sagt er, wenn ich mit dir schlafe, dann sündige ich nicht mit dir, sondern ich sündige an meinem Gott. Er war immer fixiert, dass alles, was er tut, was er sagt, was er macht, immer eine Konsequenz hat mit Gott. Er war nicht auf dieser menschlichen Ebene, wo er gedacht hat, du gefällst mir aber auch, können wir doch mal machen, doch kein Problem. Nein, er hat gewusst, alles, was er tut, hat eine Konsequenz vor Gott und sagt, nein, ich sündige sonst an Gott, wenn ich das mache. Was war das Ergebnis? Sie reißt so ein Stück von seinem Kleid weg und wieder eine Lüge. Er wollte mich vergewaltigen. Ja? Was war das Ergebnis? Er war doch treu. Er war treu und war Gott gehorsam. Was ist das Ergebnis? Ab ins Gefängnis. Vielleicht fühlst du dich so, wie wenn du alles richtig machst, und in deinem Leben wird es immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ab ins Gefängnis. Er muss ins Gefängnis und dort hat er wieder die Gaben. Er hat immer die Gaben gehabt. Und er war so gut in der Verwaltung, dass sie ihn über den Chef von dem Gefängnis gemacht haben. Und dann kommt dieser Mundschenk, ihr kennt die Sache mit der Bäcker und der Mundschenk, da kommt er runter. Er versucht, einen kürzeren Weg zu machen. Wenn er rauskommt, gedenkt an mich. Bitte keine eigenen kürzeren Wege. Nimm nur Gottes Weg. Wenn du versuchst, eigene kürzere Wege zu machen, verlängerst du nur deinen Weg. Bitte nicht. Warte auf Gottes Signal. Und dann sitzt er da im Gefängnis, er wird vergessen. Er wurde abgelehnt von der Familie, rausgestoßen. Lügen wurden erzählt. Er war gottgehorsam und musste ab ins Gefängnis. Also richtig tragische Geschichte. Und auch noch vergessen, ab im Gefängnis. Und er guckt immer auf seine Prophetie, die er bekommen hat. Ich werde herrschen. Und guckt auf seinen Zustand. Ich bin hier im Gefängnis. Das ist die Spannung, von der ich geredet habe am ersten Tag. Zustand und Stellung. Und diese Spannung nennt man Glaube. Halte mit dem Glaube fest. Er hat immer im Glauben ist er gestanden. Und dann wurde sein Herz wurde verändert. Sein Herz wurde bereitet. Und Achtung, jetzt kommt ein wichtiger Satz. Als sein Charakter bereit war für seine Berufung, war es eine Frage von einem Tag, dass er vom Gefängnis zum zweiten Mann im Land wurde.
Ein Tag dauert es, in deine Berufung zu kommen. Ein halbes Leben dauert es, bis dein Herz bereit ist. So bitte erkenne die wichtige Zeit der Verfolgung, die wichtige Zeit des Druckes, die wichtige Zeit, wo es nicht angenehm ist, nicht einfach ist, aber Gott bereitet dein Herz zu, so wie er den Josef zubereitet hat. Und jetzt kommt der Moment, er wird der zweite Mann im Land. Er hat die große Macht. Alle Leute, es gibt eine Hungersnot, alle Leute kommen, um zu kaufen bei Ägypten. Und er ist der Große da drin. Und wo er entscheidet, dir verkaufen wir es und dir verkaufen wir es nicht. Die leben, die anderen sterben. Er hatte mit einem Fingerschnipsen, konnte er entscheiden über Leben und Tod. Und jetzt kommen seine Brüder. Alle Gefühle kommen hoch. Die haben mich abgelehnt. Die haben mich verstoßen. Die haben, und er hatte plötzlich Macht über deren Leben. Sie kommen, sie erkennen ihn nicht, aber er erkennt sie. Und er könnte es entscheiden. Er kann so machen und die sind tot. Und was macht er? Wir wollen zusammen lesen. 1. Mose 45. Josef hat so eine starke Entscheidung getroffen. Er war ganz tief mit Gott. Er spricht zu seinen Brüdern. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Wow. Stark, oder? Dieser Josef hat in der Zeit im Gefängnis viele Jahre Zeit gehabt zur Vergebung. Und er hat es gemacht. Und dann, er könnte mit einem Moment, konnte er einfach die alle töten. Und er sagt, nein, werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Und jetzt kommt dieses Bewusstsein Gott gegenüber. Denn Gott hat mich hierher gesandt zur Erhaltung des Lebens. Er hat gewusst, nicht die Menschen haben das getan, sondern Gott hat das getan. Ich möchte dich ermutigen, wenn du als Überwinder leben willst, wenn du in deine Berufung reinkommen willst wie Josef, wenn du Tage der Ermutigung haben willst und ein Leben der Ermutigung, bitte sei immer fixiert auf Gott, vergib deinem Nächsten und verstehe eins, nicht dein Ex-Mann hat dein Leben zerstört. Nicht deine Mutter oder dein Vater hat dein Leben zerstört. Nicht deine Brüder haben dich kaputt gemacht. Nicht dein Arbeitgeber hat das kaputt gemacht. Nein, sondern vergib diesen ganzen Leuten und verstehe eins. Gott hat mich heute hierher gestellt und ich werde mit Gott als Überwinder weitergehen. Und zur Erhaltung des Lebens bin ich heute da, wo ich bin. Vergiss, was da hinten ist und streck dich aus nach dem, was da vorne ist. Halleluja. Paulus war ein Mörder und was sagt er? Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Wie oft in Seelsorgegesprächen höre ich immer, oh, mein Vater macht das und mein Arbeitskollege hat das gemacht und mein Ex-Mann und meine Ex-Frau und meine Kinder und das Gericht und oh, solche Geschichten gibt es da. Ihr habt auch recht, es stimmt doch alles. Aber es gibt eine Lösung, die ist weit drüber hinaus. Vergebung. Geh in die Vergebung hinein. Wenn du ein Leben mit Ermutigung leben willst, vergib den Leuten, die gegen dich gegangen sind. Und dieser Josef hat eins verstanden. Zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich hierher gebracht. Es war ja offensichtlich die Fehlentscheidung der Menschen. Und er war fixiert. Nein, Gott hat es getan. Ich möchte dich ermutigen, dass du fixiert bist auf das, was Gott tut. Amen. Dann möchte ich euch eine Geschichte erzählen von einem Überwinder. Ein Überwinder, den nennt man Jephtha. Wer von euch kennt den Jephtha? Ich bin mal gespannt, wie viele Leute hier den Jephtha kennen. 1, 2, 3, 4. Ui, 4. Also 4 ist schon überdurchschnittlich bei 100. 4% ist schon gut, normalerweise so 1-2%. Also bevor ich mich darauf vorbereitet habe, kannte ich den auch nicht. Von daher alles gut. Ich habe den Vorteil, ich habe mich vorbereitet. Ja. Ich erzähle euch die Geschichte vom Jephtha. Jephtha ist ein Mann, wir werden ihn gleich lesen, dass der auch in der Bibel drin steht. Ein Mann, der im Alten Testament war. Ein Mann, der war ein, der lebt in der Zeit der Richter. Und dieser Jephtha, er war ein Sohn vom Gilead. Und der Gilead hatte eine Affäre mit einer Prostituierten. Die wurde schwanger, hat einen Sohn geboren, den Jephtha. Und dieser Jephtha ist geboren worden, und weil er ein uneheliches Kind war, es war unehrenvoll, wurde ausgestoßen aus der Sippe.
verschwinde aus unserer Familie. Er wurde enterbt, er wurde rausgeschmissen aus dem ganzen Land und kam in ein Land, Tob hieß es. Dort hat er Gangster um sich herum gehabt, Leute, die unwürdige Menschen genannt werden. Und er war ein Gruppenleiter, er war wahrscheinlich ein Räuber, wo er Leute beraubt hat, damit die irgendwie leben können. Aber mitten in dieser Ablehnung, in dem Unehelichen, im Ausschluss, im Enterben, im Wegdrücken vom eigenen Land, hat Gott sich etwas ausgedacht. Ich werde diesen Mann benutzen in meiner Berufung. Mitten irgendwo, wo er gelebt hat, Leute beraubt hat, hat Gott ihn zubereitet als einen Überwinder. Und wir leben in einer Zeit, wo Israel keine zentrale Regierung hatte. Alle haben getan, was sie wollten. Und das war ziemlich schwierig, denn wenn ein Volk tut, was es will, ohne die Worte Gottes, da kommt nichts Gutes bei raus. Dann haben sie getan, was sie wollten. Irgendwann haben sie kapiert, okay, sie sind von Gott weggekommen. Dann wurden die anderen Völker, kamen auf sie drauf, sie haben sie fertig gemacht, sie wurden geplündert. Dann haben sie es kapiert, haben Buße getan, haben gesagt, bitte schick uns einen Retter. Da hat Gott einen Retter geholt, hingestellt, der hat die alle gerettet, hat sie befreit. Und dieser Retter wurde dann Richter. Solange er gelebt hat. Deswegen sind wir in der Zeiten der Richter, also im Buch der Richter, wenn ihr das mal lesen wollt. Da ist auch der Jephtha drin. Und dann hat Gott diesen Jephtha genommen, sagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt da, die Leute haben Buße getan, komm her, stell dich hin. Und dann hat er die Leute befreit. Und solange er gelebt hat, war er der Richter. Wenn er gestorben ist, ging das ganze Ding wieder von vorne los. Sie haben getan, was sie wollten, sie hatten niemand vor sich, Gott nicht angebetet, das Volk kam, ausgeplündert, dann haben sie Buße getan, Gott schickt uns einen Retter, da kam der nächste Retter, reingebracht und so lief es die ganze Zeit. Und wisst ihr was? Das ist bis heute genau das Gleiche. Jahr 2020 genau das Gleiche. Ja? Wenn es uns gut geht, preisen Herrn, wir machen, was wir wollen und dann irgendwann mal kapieren, wir sind gegen die Wand gelaufen, wir tun Buße, Jesus, bitte befreie uns, dann macht Jesus das und alles ist wunderbar. Ich möchte dich ermutigen, wenn es dir gut geht, schau trotzdem auf den Herrn. Ja? Wenn es dir gut geht, erhebe den Herrn. Du sparst dir ziemlich viele Schmerzen. Ja? Bleib beim Herrn in allen Phasen. Nicht erst, wenn du krank bist und wenn du durch die Scheidung gegangen bist und wenn es dir richtig schlimm geht, dann hilft Gott auch gerne. Aber glaub mir, es gibt einen besseren Weg. Ja? Besseren Weg, wenn man immer beim Herrn bleibt, ist der beste Weg. Und so war dieser Jephtha. Und dann ein Mann, der weggedrückt wurde, der enterbt wurde, ein uneheliches Kind, einer, der unwürdige Menschen um sich herum hatte, hat Gott aber zubereitet, mitten irgendwo anders für seine Berufung. Innerhalb von einem Tag wurde er der Richter. Und dieser Mann, der steht drin in Hebräer 11, Vers 32. Hebräer 11 ist das Buch der Glaubenshelden. Da ist Abraham erwähnt und Mose. Und hier ist dieser Jephtha. Und was sollen wir noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson. Achtung, jetzt kommt er. Jephtha, David, Samuel und die Propheten. Also in der ganzen Liga der Glaubenshelden, neben Gideon, Barak, Simson, David, Samuel, wird ein Mann genannt, Jephtha. Ich wünsche dir eins, wenn du in den Himmel kommst und Hebräer 11 wird aufgeschlagen, das bis heute weitergeschrieben wird. Die Glaubenshelden, das ist noch nicht zu Ende, ja? Ich glaube, Rainer Bonke wird erwähnt. Maria wird erwähnt. Billy Graham, ja. Und ich wünsche dir, dass wenn Jephtha aufsteht, sagt er, jawohl, mein Kollege aus Österreich ist auch da, mein Kollege aus Deutschland ist auch da, dass dein Name auch erwähnt wird. Was sollen wir noch sagen von den Glaubenshelden, die in 2020 gelebt haben? Was sollen wir sagen von diesen Glaubenshelden, wie Simson, Jephtha, David, Samuel, die Propheten und dein Name wird auch erwähnt. Ich wünsche dir von Herzen, dass du zu diesen Glaubenshelden gehörst. Und was war das Geheimnis von Jephtha? Er hat sich nicht so wie Josef sich bemitleiden lassen und gesagt, oh, ich bin so schlimm, Leute haben mich fertig gemacht. Nein, er hat alles hinter sich gelassen. Und wie Paulus gesagt hat, ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Ich möchte dich ermutigen, wenn du leben willst in einem als Überwinder, wenn du Tage und ein Leben der Ermutigung haben willst, vergiss, was da hinten ist und vergib den Leuten und steh auf und sag, Jesus, solange ich noch atmen darf, solange ich noch Zeit habe, werde ich dir alle Ehre geben. Ich werde leben für dich. Halleluja. Ich habe euch erzählt am ersten Tag von meiner Oma, die ich im Himmel gesehen habe. Und meine Oma kommt mir entgegen und sagt zu mir nur einen Satz.
Daniel, deine Zeit läuft noch, gib nicht auf. Wisst ihr, die Zeit von Jephtha ist zu Ende, Simson ist zu Ende, David ist zu Ende, Gideon und Barak ist zu Ende, Abraham, Mose ist zu Ende, Paulus ist zu Ende, Petrus ist zu Ende. Dein und meine Zeit läuft noch. Wir bauen jetzt Apostelgeschichte. Wir bauen jetzt Reich Gottes. Ich möchte dich ermutigen, schau bitte nicht zurück, solange du noch Zeit hast. Bitte gib nicht auf. Ich möchte dich ermutigen mit den Worten meiner Oma. Deine Zeit läuft noch. Gib nicht auf. Amen. Und so möchte ich dich ermutigen, wenn du als Überwinder leben willst, leg das hinter dir, was da alles war. Lass es dir nicht wie eine Kette und wie eine Schnur dich festhalten, sondern sag, ich werde überwinden, auch wenn ich schwierige Umstände habe, aber ich werde leben als Überwinder. Amen. Wir wollen ins Wort Gottes hineingehen und dann wollen wir auch euch prophezeien heute. Ein reifer Dienst ist das Resultat eines reifen Charakters. Und ein reifer Charakter wird geformt durch Gehorsam in schwierigen Situationen. Erkenne Gottes Potenzial in schwierigen Situationen. Wenn Gott dich dahin bringen will und etwas Schwieriges kommt zustande in deinem Leben, möchte ich ermutigen, schau nicht auf die Probleme, schau auf den König der Könige. Die auf den Herrn harren oder hoffen, kriegen neue Kraft. Ja? Sie breiten ihre Flügel aus wie Adler und sie schwingen empor. Ich wünsche dir, dass du deine Flügel aufmachst, mitten in den Problemen. Da kommt die Kraft des Heiligen Geistes, sie bringt dich hoch und du schwebst über deine Umstände. Halleluja. Schwebst über deine Umstände. So sei es. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13. Gott schafft mit jeder Versuchung auch eine Lösung. Wir wollen das zusammen lesen. Vielleicht erlebst du Versuchungen. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Das ist die Wahrheit. Der Teufel sagte das Gegenteil. Oh, meine Umstände sind so schlimm und ich weiß nicht weiter und ich kann nicht weiter. Die Wahrheit ist, keine Versuchung hat euch ergriffen, außer eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Wenn Versuchung kommt, ist es eigentlich ein Lob, denn Gott weiß, du packst das. Wenn etwas Schwieriges kommt in deinem Leben, weiß Gott eins, du packst das. Deine Gefühle schreien, nein, 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 ich kann das nicht und es ist unmöglich und es geht nicht. Aber die Wahrheit ist, Gott lässt nichts zu über dein Vermögen hinaus. Nichts über dem, was du packen kannst. Nichts über das, was eigentlich machbar ist in dir. Und ich möchte dich ermutigen, auch wenn deine Gefühle sagen, es geht nicht, es geht nicht. Gott sagt, es geht. Und hier kommt die Antwort. Sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird oder die Lösung schaffen wird, sodass du sie ertragen kannst. Die Wahrheit ist, es gibt eine Lösung für deine Situation. Warum? Weil es im Wort steht. Die Leute sagen unheilbar, unmöglich, aussichtslos. Es geht nicht mehr. Es ist unmöglich. Du kannst dein Leben beenden. So spricht die Welt. Das Wort Gottes sagt, es gibt eine Lösung für deine Situation. Es gibt eine Lösung für deine Situation. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du in Versuchung drin steckst, schau nicht, wie groß ist dein Berg und sag, boah, das ist ja so richtig schlimm und es ist oioioi, ich weiß nicht weiter, sondern fang an, zum Berg zu sprechen. Berg, erhebe dich, wirf dich ins Meer und weiche aus meinem Leben. Und wisse eins, Gott hat eine Lösung produziert für dich. Gott hat eine Lösung vorbereitet für dich. Gott hat eine Lösung mitten in deiner Situation. Und du hast keine Versuchung größer, wie das, was du ertragen kannst. Kann ich hier einen Amen hören? Nächste Bibelstelle, Jakobus Kapitel 1. Was ist der Schlüssel, als Überwinder zu leben? Jakobus 1, Vers 2 bis 4. Wie können wir durch schwierige Umstände stark werden? Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Halleluja. Halleluja. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wer von euch will vollkommen und vollendet sein und in nichts Mangel haben? Preist den Herrn. Meint ihr, das geht? Neutestamentliche Verheißung. Geht. Vers 4 wollen alle, Vers 2 ist schwierig. Vers 4,
ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Es geht, dass du vollkommen und vollendet lebst und in nichts Mangel hast. Es geht. Ich muss es reindrücken bei euch, damit ihr es auch glaubt, dass es geht. Es geht. Weil das Wort das sagt, es geht, dass wir in nichts Mangel haben. Aber wie funktioniert das? Vers 2 sagt uns das. Haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Jetzt habt ihr den Schlüssel, ja? Also, wenn Versuchung kommt, wenn Druck kommt und wenn Leute dich pieksen, was machst du dann? Halleluja, preis den Herrn, ja? Das mit dieser Zahnpastatube, was ich erklärt habe. Leute pieksen und nerven und machen dich fertig und aus dir kommt nur raus, es steht geschrieben. Preis den Herrn, Halleluja. Weißt, dann kommen Worte des Lebens. Warum? Weil du über sein Wort nachsinnst, Tag und Nacht. Und ich möchte dich ermutigen, Freude ist kein Gefühl, Freude ist eine Entscheidung. Wenn Versuchung kommt und wenn Probleme kommen und wenn Druck kommt in dein Leben, ist ein Schlüssel, damit du in nichts Mangel hast, was? Hab deine Freude. Haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Da kommt ein Problem in deinem Leben. Kontoauszug im Minus, Mobbing im Geschäft, richtige Versuchung kommt in dein Leben und du weißt nicht mehr weiter. Was ist der Schlüssel, damit du nichts Mangel haben wirst? Freude. Haltet es für lauter Freude. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber Gott hat sich so ausgedacht. Ja? Wisst ihr, ich möchte euch nicht meinen Ratschlag geben, weil der bringt mal gar nichts. Ich möchte euch Gottes Ratschlag geben, der bringt alles. Halleluja. Alles. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du in Versuchung gerätst, halte es für lauter Freude. Nicht freuen, dass du in Versuchung bist, sondern du freust dich trotz Versuchung. Sagst, ich werde mir die Freude nicht rauben lassen. Der Teufel kommt und will dir die Freude rauben, indem er dir so große Berge gibt. Unmöglich, unheilbar, alles aussichtslos. Sei enttäuscht, sei depressiv. Das sagt der Teufel. Die Bibel sagt, haltet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Versuchung geratet. Ich möchte dich ermutigen, dass wenn ein Problem in dein Leben kommt und du hast keine Lösung, sagst du, Jesus, ich entscheide mich heute, mich zu freuen. Mich zu freuen. Wenn du dich freust, öffnet sich plötzlich eine neue Sicht. Plötzlich kannst du sehen, warum etwas geschieht. Und dann kannst du reinbeten und sagen, danke Jesus, dass, wenn ich mich für Freude entscheide, dass mein Glaube bewährt wird und das Ausharren bewirkt, also Geduld kommt. Und dann kommt Vers 4. Und dieses Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen, vollendet seid und in nichts Mangel habt. Halleluja. Nichts Mangel haben, in nichts. Gott will dir das geben, als Überwinder zu leben, durch schwierige Umstände stark zu werden. Wie? Indem ihr Ausharren bewirkt. Wie kommen wir in dieses Ausharren? Indem wir Freude haben, mitten in der Versuchung. Amen. Möchte ich ermutigen da drin, dass es möglich ist. Bevor wir in die Zeit der Prophetien gehen, möchte ich euch einen ganz wichtigen Vers noch mitgeben und dann euch eine Geschichte erzählen aus dem Himmel und dann wollen wir in die Prophetiezeit gehen. Römer 8, Vers 18, ein ganz wichtiger Vers, den Gott mir im Himmel auch dann gezeigt hat, das erzähle ich gleich. Römer 8, 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Können wir das zusammenlesen? Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Halleluja. Paulus, der Schiffbruch erlitten hat, der Schläge erlitten hat, der Ablehnung erlitten hat, der Steinigung erlitten hat, der richtig heftige Sachen erlitten hat, er sagt, die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht. Ist nichts im Vergleich zu der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Lieber Zuhörer, lieber Teilnehmer der Konferenz, da gibt es eine Herrlichkeit, die in dein Leben kommen wird, die ist viel größer wie die Problemchen auf dieser Erde. Es ist so, Amen. Ich möchte euch erzählen von meinem dritten Himmelserlebnis, wo Gott mich in den Himmel genommen hat. Und Jesus hat mir gezeigt beim ersten Mal, ich werde dir das neue Jerusalem zeigen. Oh, das hat mich so gefallen, da habe ich mich vorbereitet auf diesen Tag, wo ich das neue Jerusalem sehen darf. Und ich habe viele Dinge dort gesehen und es war richtig faszinierend und es war so besonders, ja, das neue Jerusalem sehen zu dürfen, in diesen Ausmaßen, wie die Bibel es beschreibt. Und
Und ich durfte viele Dinge dort sehen. Und eine Sache möchte ich euch rauspicken für euch. Ich habe gesehen, ein großes Stadion war da, ein richtig großes Stadion. Also es war größer wie die ganze Berg hier, aber es war ein Stadion. Und da waren Millionen von Menschen. Millionen von Menschen waren dort. Und außen waren Engel. Sie haben alle angebetet nach der Offenbarung. Halleluja. Gelobet sei Gott in der Höhe. Und sie haben alle Gott angebetet. Es war wie ein Lobpreiskonzert. Aber es war kein Konzert. Es war wie ein Lobpreiserhebungsmoment, so kann ich es beschreiben. Und alle haben gesungen mit einer Stimme. Und da waren Millionen von Leuten da. Und sie haben alle angebetet, Gott angebetet und Gott erhoben. Ich habe so einen Lobpreis noch nirgendwo erlebt. Sowas gibt es auf dieser Erde nicht. In der ungefilterten Anbetung Gottes. Wow. Richtig schön. Und diese Leute beten alle Gott an, von Angesicht zu Angesicht. Und Gott ist dort und alle beten an mit dieser Stimme. Und ich, wow. Und ich bin so im hinteren Bereich, Jesus ist neben mir und ein von diesen Menschen im hinteren Bereich stupst sich so an und fange an mit ihm zu reden. Und er betet ja gerade Gott an. Und so richtig so voller Herrlichkeit dreht er sich zu mir. Was will der? Ja. Und ich bin so und ich sage, hey, was seid ihr für Leute? Und sagt, wir sind alles Märtyrer. Und frage ihn, und dann habe ich verstanden, dass sie alle ihr Leben gelassen haben für den König der Könige. Ich habe verstanden, dass sie auf der Erde richtig Schmerzen hatten. Und ich frage diesen einen Mann, war das nicht schwer für dich, dass du leiden musstest auf dieser Erde? War es nicht schwer für dich, dass du dein Leben gelassen hast für Jesus? War es nicht schwer für dich, weil du solche Schmerzen hattest auf dieser Erde? Und er kommt gerade aus dieser Herrlichkeit raus, guckt mich an mit Augen der Herrlichkeit. Wow, das war faszinierend. Solche Augen gibt es auf dieser Erde nicht. Ja? Guckt mich an mit einer Erfüllung und sagt Folgendes. Jede Sekunde auf dieser Erde hat sich gelohnt für die Herrlichkeit, die ich heute hier habe. Als er das ausgesprochen hat, habe ich mich erinnert an Römer 8, Vers 18. Die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ich möchte gleich mit euch beten, dass die Herrlichkeit in eurem Leben zunehmen wird. Dass die Leiden der jetzigen Zeit, dass sie abnehmen wird und ihr eins wisst, es gibt eine zukünftige höhere Herrlichkeit, eine größere, eine Herrlichkeit, die in eurem Leben wartet. Ich wünsche euch von Herzen Tage der Ermutigung und ein Leben der Ermutigung und ein Leben der Erfrischung, dass alles, was ihr tut, wird euch gelingen. Und dass, wenn Umstände kommen, dass ihr eins wisst, ich halte es für lauter Freude, wenn ich in mancherlei Versuchung gerate. Und ich weiß eins, die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ich möchte dich ermutigen, wenn du ein Leben der Ermutigung haben willst, schau immer auf den Herrn. Nicht dein Pastor, dein Seelsorger oder dein Lobpreisleiter kann dein Problem lösen. Dein Problem kann nur einer lösen, der Schöpfer des Universums, Jesus Christus. Und der Vorhang ist frei. Du kannst direkt ins Allerheiligste rein. Direkt morgens, wenn du aufwachst, nachdem du dich begrüßt hast mit saftvoll und grün, sagst du, Jesus, ich danke dir, dass du meine Leiden getragen hast. Danke, dass ich frisch heute zu dir kommen kann und eine Begegnung im Himmel und alles verändert sich. Ich möchte dich ermutigen, dass du mit einem lebst, mit diesem Ewigkeitsperspektive. Mein Gott wird allen Mangel ausfüllen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Mit diesem Vers wollen wir dann gleich ins Gebet gehen. Denn ich denke, können wir es zusammen sprechen? Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Vater, wir beten jetzt, dass diese Herrlichkeit in jedem Einzelnen so richtig tief und fest und stark wird in Jesu Namen. Ich danke dir für deine Fülle, ich danke dir für deine Herrlichkeit und ich bete, dass diese Liebe Gottes immer mehr wird, immer mehr und immer mehr. Und ich danke dir, dass wir nicht auf Umstände schauen, sondern auf dich, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus, wir wollen eine ganz neue Perspektive bekommen, immer nur auf dich zu schauen. Und während wir auf dich schauen, werden die Umstände so klein, dass wir dich anbeten dürfen. Und danke, dass wir uns entscheiden dürfen, trotz Umstände, trotz Herausforderungen, dich immer anzubeten und immer auf dich zu schauen und für Freude uns zu entscheiden. Denn wir wissen eins, die Herrlichkeit, die auf uns wartet, ist viel größer wie die Umstände, in denen wir heute sind. Und alle sagen Amen.